Manchmal steig ich in meine Zeitmaschine, zurück in die Zeit, wo es so gut war. Freunde guter bayerischer Musik kannten in der Zeit vom 27. bis 30. Juli 2015 nur ein Ziel. Die vom Münchner Merkur, der TZ und Alpine Records organisierte Bushäuseltour. Gesucht wurden schöne oder schräge Bushäusel oder aber Bushäusel mit einer besonderen Geschichte. Jeder Leser konnte mitmachen und das Bushäusel seines Ortes ins Rennen schicken. Die vier Gewinnerbushäusel durften sich dann über ein exklusives Konzert mit Matthias Kellner freuen und so versammelten sich zwischen 300 und 400 Menschen jeden Abend an einem bayerischen Bushäusel, wo der niederbayerische Liedermacher Matthias Kellner für eine grandiose Stimmung sorgte. Ich meine, es kommen natürlich jetzt auch die Leute her, die eine gute Stimmung haben wollen und die eine gute Zeit haben wollen und die freuen sich drauf. Und dann ist es meine Aufgabe als Liedermacher oder als Entertainer in diesem Fall, den Leuten das zu bringen. Und wenn aber so viel gute Energie auf die Bühne rüberkommt, dann muss man die eigentlich nur wieder zurückschicken und ein bisschen was für sich behalten. Und dann funktioniert das. Messobrunn, Vettrach, Ascholding und Kopfsburg bei Lengdorf. Das waren die vier Orte, in denen ein Bushäusel zur Konzertlocation wurde. Matthias Kellner überzeugte die zahlreichen Fans als Geschichtenerzähler mit Schilderungen aus seiner Jugendzeit. Wenn ich wirklich überhaupt nicht gewusst habe, was ich machen soll, dann bin ich zuerst zum Wirt bei uns gegangen, so mit 14 oder so. Dann bin ich zum Wirt gegangen, hab mir eine Flasche Bier gekauft, da hat keiner gefragt, wie alt das man ist oder so. Da hat Rexens gesagt, möchtest du nicht gleich zwei mitnehmen? Dann hast du gesagt, nein, zwei geht nicht, weil das restliche Geld brauche ich für ein Kornett und Nuss. Oder das Beste war ja eh, was du kaufen hast können, das Beste war das Bum Bum. Ja, weil du hast zuerst ein Eis gehabt und danach noch ein Kaugummi. Fürs gleiche Geld. Aber natürlich auch als Sänger mit Liedern aus seinen zwei Alben Hedi Dadivari und Zeitmaschinen. Ich mache Matthias Kellner Musik. Die kommt aus mir raus und aus all und ist eine Summe aus den ganzen Einflüssen, die ich über die Jahre gesammelt habe und aus den ganzen Erlebnissen, die ich über die Jahre gemacht habe. Alles, was ich da schreibe, kommt irgendwo aus ganz tief raus, wo es irgendwie auch raus muss. Und das gibt mir unglaublich viel auch, dass dann Leute zu mir kommen später, die sagen, hey, mir ist sowas Ähnliches passiert oder ich konnte das total nachfühlen. Ach so, ein Tag im Bushäusl, der gehört ab und zu dazu. Das letzte Konzert in Kopfsburg bei Lengdorf. Und zwar im Bushäusl, der kleinen Ortschaft mit ihren rund 100 Einwohnern. Auch hier waren wieder mehrere hunderte Fans anwesend und sorgten für eine fantastische Stimmung. Ob groß oder klein, alle waren begeistert. Über eine Stunde unterhielt Matthias Kellner sein Publikum. Großartig, ein würdiger Abschluss der Saison für die Bushäusl-Tour. Es hat zum vierten Mal riesig Spaß gemacht und ich bin wieder total geflasht, dass so viele Leute da waren. Nach den Konzerten lud Liedermacher Matthias Kellner seine Fans dann noch zu einer Autogrammstunde ein. Und das ließen sich die Fans natürlich nicht entgehen. Die Bushäusl-Tour 2015 vom Münchner Merkur, der TZ und Alpine Records. Ein voller Erfolg.